Jo, servus die Marl und grüß euch die Buben. Ihr seht, ich bin einmal wieder mit dem Bike unterwegs. Das schöne Wetter ausnutzen. Ich habe mir da kleine Strecken geplant von mir daheim bis zu meiner Arbeit. Das sind circa so 21 Kilometer an Strecken. Ja, und da möchte ich jetzt gemütlich hinradeln und da haben wir gedacht, nehme ich euch halt mit. Also dann, hoffentlich sehen wir ein bisschen was Schönes. Ja, wir haben ein richtiges Radl wieder, es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Ja, da seht ihr mal ein paar Windradeln wieder. Habe ich ja genug da. Ja, das sind meine geschotterten Feldwege, wo ich da hauptsächlich fahre und natürlich noch lieber Waldwegeln. Aber ja, kleiner Schwenk rechts um mich auf meinen Hausberg, den man da drüben sehen kann. Ja, aber jetzt tun wir mal was. Wir sind ja nicht zum Spaß da. Ja, da geht es jetzt durch so eine kleine Siedlung, das sind so Wochenendhäuseln quasi. Und da hat einer eine relativ schöne Finca nachgebaut und die zeige ich, die schaut recht lustig aus. Da kommt es jetzt eigentlich auf der rechten Seite mit den Steinen und alles. Steinmauer macht sie da gut, oder? Schaut geil aus. Einmal was anderes. Und jetzt fahren wir. Auf geht's! Ja, da pflügt der Bauer gerade das Feld und die Möben fühlen sich da gleich heimlich. Ja, die sind gleich hinten auf und holen sich alles, was im Boden versteckt ist, raus. Sind ja auch nicht blöd. Hey, grüß euch! Ja, und da vor uns haben wir da so ein kleines Lager. Da wird wahrscheinlich gerade wieder ein Windradl oder Teile davon angeliefert. Und da fahren wir eh gleich vorbei. So, nur ein bisschen aufpassen auf die LKW. Ja, da liegt schon wieder so ein Monster, da wird sicher wieder was aufgestellt. Ja, ich melde mich nachher wieder. Ich schaue da jetzt, dass ich da gemütlich vorbeikomme. So, jetzt sind wir beim Archäologiepark Höflein. Den werde ich auch gleich zeigen hier, aber vorher gibt es eine kleine Stärkung in Form eines Käfchens. Nein, 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 nein. Ach komm, geh auf. Prost, Freunde. Also Villa sehe ich da nicht viel. Ich muss da sagen, das ist ein paar Mal mein Hundshitten größer, aber ja, ist halt so gewesen. Es ist schön, dass sowas noch erhalten wird, dass sich da noch wer kümmert darum. Ja. Gut. Jetzt sehen wir da nicht hin, weil da dahinter muss ich, da fängt dann der Wald an, dort geht es dann weiter. Ja, passt. Man denkt, das sage ich. Also ich denke, jetzt kann man das ein bisschen besser sehen. Da ist auch genau nummeriert, was ist. Und das könnt ihr euch von da runterlesen. Drückt es halt auf Stopp, wenn ihr es lesen wollt. Ich schwenke dann noch auf das zweite um. Ja. Passt. Ja, ich muss weiter. Wie gesagt, ich bin ja nicht zum Spaß da. So, da sind wir jetzt einmal in einem Waldweg. Der geht jetzt quasi ein Stickel durch den Wald durch. Aber wie gesagt, außerhalb vom Gehege. Aber vielleicht sehen wir das eine oder andere
Schmendl. Ja, da fahren wir jetzt schon unmittelbar neben dem Wildschweingehege. Da geht's ein bisschen bergauf. Ja, sie verstecken sich natürlich sehr gerne im Dickicht. Nein, 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 nicht. Erstens einmal ist es warm als wir. Dann schnarchen die angenehm. Und ja, ich muss sagen, dabei liegt mir kein Geruch in der Nase. Ja, den Wildschweingeruch kenne ich schon langsam. Das ist so magiartig. Wenn man so ein Wildschwein gerochen hat, der weiß, wie das riecht. Aber das heißt ja nicht, dass die da jetzt nicht mehr zusammen patrouillieren. Ja, da haben wir wieder mal einer der schönen Walddurchfahrten. Mal wieder richtig Dschungel pur. Sehr schön. Ja, aber wie gesagt, den Wald strafen eigentlich nur kurz an der Außenseite. Und ich glaube, da sind wir auch schon heraus wieder. So, und schon langsam bin ich mein Zielgebiet angekommen. Da vorne die Firma, da arbeite ich. Seht ihr, da wird eh gerade links wieder Halle dazu gebaut, da wird noch eine dazu gebaut. Also ein riesengroßes Gelände wird das werden. Ja, die melden mich dann später, wenn es wieder heimwärts geht. So, ich bin wieder am Weg zurück und ja, ich werde mal schauen, wenn ich da drüben so heimfahre, dass ich nicht dieselbe Strecken fahre, wie ich hergefahren bin. Schauen wir mal. Parkplatz für den im Weingarten. Ja, da schauen wir doch einmal rauf. Mit Grundleuchter drin und Licht. Geile Idee. Schöner großer Grill da. Wahrscheinlich noch irgendein gemütlicher Stadel zum Trinken. Na, ja, da liegen ja ein paar Flüssigkeiten herum. Ein paar leere Flaschen. Ja, nicht schlecht, aber wir fahren weiter. Ja, 899,7 Kilometer. Bald haben wir 900 erreicht. So, also weiter geht's. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ah, kleines Pausenplatz für mich, herrlich. Das nehme ich da glatt gerne. Ja, Binden in der Pampa. Im Augenblick haben wir 38 Kilometer drauf. Ja, kleines Bäuschen. Mit Wasser trinken und Pipi. Muss drin sein. Ja, in der Zwischenzeit habe ich wieder ein paar Kilometer gemacht. Vor mir seht ihr mein Hausberg. Und da sehe ich, was das habe ich auch mein ganzes Leben noch nie gesehen. Da stehen zwei alte Waggon. Na, das ist vielleicht geil. Das ist eine uralte Strecke, die haben schon aufgelassen. Und die stehen da einfach rum. Das rollende Kinderparadies. Gigantisch, was man da alles findet, wenn man unterwegs ist. Gut, die Bahn ist sowieso schon weiß Gott wie lang stückig geworden. Da seht ihr jetzt die Trassen und das waren dann einmal ein paar Draisinen im Einsatz. Ja.
Hat sich auch erledigt. So, schauen wir, wie wir da durchkommen. Also das wird mir jetzt leider von da nicht sehen, da wo ich mich durchkämpft habe. Zwischen den LKW und den. Das ist wie eine Häckselmaschine. Wird es leider nicht viel sehen auf der Action kommen, aber das ist gewaltig. Das habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Ja, da ist leider kein Weg mehr. Da bin ich ein bisschen neben dem Feld. Ist zwar nicht so meins, aber ja, das ist auch der Grund, warum ich ein Mountainbike habe und kein Citybike. Dann kann man das auch mal machen. Ja, es bleibt mir nichts anderes über. Ich muss da ein Stickerl auf einer Straße fahren oder so. Das ist erst vor einer Woche aufgemacht worden, alles neu. Asphaltiert, sieht man eh. Ja, die erste Möglichkeit, da vorne geht es irgendwo links rein. Und da drüben mein Hausbergerl. Also, weiter geht's. So, jetzt sind wir neben der Hauptstraße. Da vorne ist mein Hausbergerl. Jetzt ist es nicht mehr weit heim. Und wir haben es wieder geschafft. Ja, war wieder eine schöne Runde. Hat mir ganz gut gefallen. Das Wetter hat ja auch total mitgespielt. Nicht zu kalt, nicht zu heiß. Eigentlich optimal. So, wir sind jetzt daheim. Wir haben fast 54 Kilometer drauf. Und das war's. Ja, 53,7, das war's. Ich sag danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitfahren. Schönen Tag, schöne Woche und Servus die Malen und Pfiat euch die Buben.